Hallo zusammen, ich begrüße euch zur dritten Folge von Pimp My Camper. Heute schauen wir zusammen an den Einbau der Solaranlage und einen Teil der Elektronik. Ich wünsche euch viel Spass. Als allererstes möchte ich mit euch die Solarpanels anschauen, die ich ausgewählt habe. Ich habe mich für 4x monokristallin 300 Watt Panels entschieden. Das Stück kostet 250 Franken, habe ich in Deutschland organisiert, ist recht preiswert. Ich zeige euch jetzt, zeigen, wie wir die oben installieren auf dem Dach, auf unserer Dachschiene, die wir selber gemacht haben. Dachdurchführung zeige ich euch. Zeigen. Und am Schluss schauen wir nachher, wie man das anschließt an die Elektronik. Wichtig ist bei den Löchern, die man ins Dach macht, dass der Rostschutzmittel herkommt, dass es nicht später an diesen Stellen rostet. Wir bohren jetzt auf den Panels Löcher, damit wir das oben montieren können. Das ist aber recht individuell, man muss immer schauen, wie breit das Fahrzeug ist, wie man es am besten anmachen, was sind die Aufnahmepunkte. In die vorgebohrten Löcher tun wir jetzt Blindnietmutter rein, für dass wir dann mit der Schraube ein Gewinde haben, zu montieren. Meine vier Solarpanels verbinde ich parallel miteinander verbinden. Das mache ich mit sogenannten MC4 Connectors. Und ich zeige euch jetzt, wie ich die Connectors auf das Kabel drauf tue. Als allererstes müssen wir das Kabel abisolieren. Das machen wir mit einer Abisolierzange. Dann nehmen wir das Stück hier. Das Hinterteil kommt dran und dann das vordere rein. Da ist wichtig, dass es richtig reinklickst. So. Und dann tut man das hier dran. Zum Anziehen der MC4-Verbindungsstück braucht man die Plastikwerkzeuge. Hier ist es wichtig, dass man ganz anzieht, bis hier keine Lücke mehr ist. So sind sie am Schluss am Ende auch wasserdicht. Wir ziehen hier jetzt Kabel einziehen. Wir haben das schon durch die Dachdurchführung gemacht. Vorher haben wir einen Kantenschutz, dass das Kabel nicht aufschneidet. Und dann hinten dran ist die Abdeckung, die wir jetzt mit Sikaflex werden abdichten. Wichtig ist der, dass der Untergrund fettfrei ist, für das Sikaflex so schön dichtet und klebt. Die Solarpanels sind jetzt angeschlossen, die Dachdurchführung haben wir gemacht und die Kabel müssen wir jetzt noch korrekt anschließen und das Step möchte ich euch gerne noch zeigen. Das sind die Kabel, die wir durch das Dach durchgeführt haben. Die kommen von Solarzellen. Da haben wir das Plus, das bereits angeschlossen ist, und das Minus, das ich jetzt anschließen und nachher ist der Charge Controller korrekt verkabelt.
Der Charge Controller ist dafür da, dass das Maximum an Energie bestmöglich in die Batterie geladen wird. Im zweiten Schritt verkabeln wir jetzt noch die Batterie. Verkabeln. Dann kommt hier ein Battery State beim Minus das Minuspol dran. Und beim Pluspol kommt dann noch das Plus dran. Das Praktische an den Smart Solar Geräten von Victron Energy ist, dass man die mit dem Smartphone kontrollieren kann und die genau sehen, wie viel Strom kommt jetzt effektiv von den Panels in meine Batterie rein. Da kann man auf die App drauf gehen. Man sieht alle Komponenten, die man hat. Also ich habe jetzt 4 Batterien momentan und einen Smart Charge Controller. Dann mal verbinden. Aktuell kommen knapp 80 Watt rein. Das ist, weil schon später Nachmittag ist. Das Praktische ist aber sicher, dass man einfachen Zugriff auf alle Komponenten per Smartphone hat. Ich habe mich für Lithium-Ionen-Batterien entschieden. Der Vorteil bei denen gegenüber von Shell, AGM oder Play ist, dass man praktisch 100% von der Kapazität brauchen kann, bevor sie die Unterspannung abschalten werden. Sie sind preislich zwar etwas höher, aber der Nutzen ist so gross, dass das wieder wegmacht. Batterien pro Stück sind, wenn man sie in der Schweiz kauft, für 100 Ampere-Stunde gut 1000 Franken. Im Deutschen sind sie noch etwas günstiger. Batterien habe ich seriell und parallel geschaltet. Das heisst, ich habe einmal die Voltanzahl verdoppelt und einmal die Kapazität verdoppelt. Das heisst, ich habe jetzt aus 12 Volt Batterien 24 Volt Batterien gemacht und aus 160 230 Amperestunden gemacht. Wenn ihr Batterien miteinander verkabelt, ist es immer wichtig, dass ihr richtig dicke Kabel nehmt, weil sonst bei dünnen Kabelbrand entstehen kann. Dass wir jetzt noch aus diesen 24 Volt von der Batterie zu normalem Hausstrom kommen, auf 230 Volt, habe ich mich für einen PureSign Wave Inverter entschieden, der 4000 Watt konstante Leistung bringt. Wieso 4000 Watt? Weil ich später einen Induktionsherd einbauen werde, der allein schon 3000 Watt braucht. 4000 Watt ist einfach das Kontinuierliche, das er Leistung bringen kann. Kurzzeitig kann er bis zu 8000 Watt bringen. Heute habe ich euch gezeigt, wie man die Solaranlage montiert, wie man richtig verkabelt und einen Teil von der Elektronik erklärt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Falls ihr immer noch Fragen habt, schreibt es doch in die Kommentare, ich beantworte es gerne. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen von Pimp My Camper verpasst. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.